George Lucas hatte bei Episode 1, Star Wars Episode 1, Liam Neeson in einer der Hauptrollen, hatte das Problem mit Liam Neeson, dass der Mann 1,86 Meter groß ist und er den Greenscreen nur bis 1,80 Meter gebaut hatte. Jetzt musste er also die restlichen 6 cm aufdoppeln. Ähnliches ist mir bei Space Tours fast auch passiert mit Eugen Fasching, der ja auch nicht zu den Pygmäen zählt. Und er ist aus dem Bild. So, Eugen, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, dass du den Dr. Spin übernimmst. Ich freue mich schon auf die Szenen mit dir und mit dem Schill. Wird spannend, oder? Ja. nachdem du bei Space Tours so ein bisschen Einblick hast, wie das so bei einer No-Budget-Produktion abläuft, was hat dich bewogen, jetzt bei dem Projekt wieder mit an Bord zu sein? I want to lead this project in an international way. Okay, is it okay for you? It's okay. Okay, and therefore, the last part in the acting was, and the aim was, act as bad as you can. And you said, do it again in this movie, and I say, it's impossible. But I will try for you. Was hat dich bewogen, jetzt bei dem Projekt wieder mit an Bord zu sein?